Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles, ich begrüße euch zurück in der Division 2, meine Agents. Es gibt einen neuen Trailer und zwar zur Episode 3, den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten und im Anschluss gibt es von mir eine Analyse über den Trailer, denn es sind hier doch einige Sachen drinnen, die sehr interessant sind, was ich finde, aber gucken wir uns zuerst mal den Trailer an. Ever since the virus hit. We've been hunting for a cure. We believe the scientist who can help us is being held on Coney Island. And by the looks of it, the Black Tusk have him heavily guarded. There's no time for caution, Agent. Get him out of there. Ja, wie immer, netter Trailer. Ich hoffe mal, dass es im Spiel dann auch so schön ist. Ja, also nicht nur, dass der Trailer schön ist, sondern dass es in-game dann auch so schön ist. Aber fangen wir mal mit der Analyse an. Und zwar, mir geht es um Waffen. Und zwar als allererstes habe ich natürlich hier dieses neue Exosturmgewehr gefunden. Und zwar die Chameleon. Die ist schon im Trailer drinnen. Sehr schöne Waffe. Ja, ein Riesenteil. Hoffe ich mal, dass es auch wirklich ja, nett spielen lässt. Und das zweite, was ich gefunden habe, und zwar die Honey Badger. Und zwar die kommt aus Ghost Recon Wildlands. Also hier, ich habe euch auch ein Bild eingeblendet. Das dürfte diese Waffe sein. Wurde in der Community auch gewünscht, dass die hineinkommt. Bin ich mal gespannt, auch wie sich die spielen lässt. Also hier mal, sehen wir schon im Video, denke ich mal, zwei neue Exos, die hineinkommen. Des Weiteren unseren Flammenwerfer, mein Freund Flammenwerfer natürlich. Hier wird gerätselt, ob das nicht eben der neue Expert werden wird, also ob das nicht eine Erweiterung sein wird, die hineinkommt. Ich hoffe mal, dass es so sein wird, also dass eine neue Spezialisierung hineinkommt, nämlich mit Flammenwerfer. Ja, ich weiß nicht, der Burner oder so. Wenn die kommt, dann findet ihr mich nur mehr mit diesem Ding rumrennen, egal was passiert. Ja, ihr findet einen Charleston mit einem Flammenwerfer rumrennen. Ja, das auf jeden Fall, wird auf jeden Fall so sein. Und das letzte, was mir noch aufgefallen ist uns am Ende, ob das nicht Aaron Keener ist. Hier wird schon gerätselt, ja, nein, ist er das, ist es nicht, werden wir dann sehen, wie es sich, ja, in der Story, wie es weitergeht. Aber die Chance ist mal relativ hoch, würde ich mal sagen. Denn auch hier wurde schon sehr lange in der Community gerätselt, ob das nicht so sein wird. Der Trailer, ich finde mal nicht schlecht. Wie gesagt, zur Erinnerung, es kommt nicht mit Episode 3 des Gear 2.0. Es kommen halt die Inhalte hinein und Story. Vielleicht eben auch diese Spezialisierung. Neue Exos. Also wir haben vielleicht doch ein bisschen was zu spielen wieder. Mit Loot werden wir mal sehen, was wir machen. Denn wann Gear 2.0 kommt, steht der noch in den Sternen. Aber naja, wir werden sehen. Ich würde mich um Kommentare natürlich freuen. Schreibt mal alle eure Gedanken hinein über den Trailer und natürlich auch, wie es weitergehen soll in The Division 2. Und somit bedanke ich mich fürs Zugucken. Kommentare, Like, Abo gerne gesehen. Und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal.